So, ich bin der Marc Rauber. Ich mache im Moment das Trainee-Programm bei der Helvetia und bin da seit dem September 2017. Ich habe vorher meinen Bachelor in BWL an der HSG gemacht. Und im Trainee-Programm bin ich die ersten 4 Monate im Front Office Geschäftskunde gewesen. Nachher bin ich 4 Monate in die Unternehmensentwicklung gegangen, in die Abteilung Venturing und Ecosystems. Im Moment bin ich noch im Bereichscontrolling für 2 Monate. Und die letzten 2 Monate gehe ich nachher ins Produktmanagement, in die Sachen- und Vermögensversicherungen. Ich muss sagen, im Studium habe ich mich schon für Versicherungen interessiert. Ich habe dort auch ein Fach in dieser Richtung beleitet und das hat mir gut gefallen. Und dann auch gesehen von der Helvetia, das Trainee-Programm. Und dort hat mir eigentlich schon von Anfang an sehr gut gefallen, dass man die 3 verschiedene, oder jetzt bei mir in meinem Fall sogar 4 verschiedene Abteilungen kann reinschauen kann, weil ich halt nach dem Bachelor noch nicht genau gewusst habe, was ich machen will. Und darum habe ich mich eigentlich für das Programm entschieden. Für mich persönlich ist das Spannendste, dass ich immer wieder die Abteilung wechseln kann und dass ich die Helvetia, also das ganze Unternehmen, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven kann sehen kann und auch kennenlernen kann und somit mich auch im ganzen Unternehmen kann gut vernetzen kann. Also das Trainee-Programm bei der Helvetia ist so aufgebaut, dass man normalerweise 3 mal 4 Monate in eine Abteilung schauen kann und dort eigentlich kann mal diesen Bereich kennenlernen und dort kann mitarbeiten kann. Und ich finde es sehr gut, dass man die Abteilungen sehr frei wählen kann. Das heisst, man kann einfach sozusagen sagen, wo man hergehen will und dann schauen sie, ob man dort Platz hat. Und nachher organisieren sie einen Platz organisieren auch. Ich finde auch eben sehr gut im Vergleich zu anderen Trainee-Programmen, dass man nicht am Schluss so eine Zielfunktion hat. Das heisst, es ist nicht alles vorgegeben, sondern man muss zum Beispiel erst die erste Abteilung wählen nach dem Vorstellungsgespräch, aber nachher die anderen kann man erst während im Verlauf des Trainee-Programms, wo meistens lernt man ja dann auch irgendeine andere Abteilung, die man vielleicht vorher gar nicht davon gewusst hat können während dem Programm. Ja, also während dem Trainee-Programm haben wir verschiedene Ausbildungstage gehabt. Zum Beispiel einen haben wir über agiles Projektmanagement, eins haben wir zum Thema Auftrittskompetenz und eins haben wir zum Thema Design Thinking. Und ich finde, das ist sehr gut, dass die Helvetia das auch noch zusätzlich anbietet, weil so bekommt man auch ein breiteres Wissen auch in anderen Gebieten, das einem sicher auch für später weiterhelfen kann. Ich finde auch jetzt im Moment ist es sehr spannend, in der Versicherungsbranche zu arbeiten, weil es halt die ganze Versicherung jetzt im grossen Umbruch ist und die ganze Digitalisierung jetzt eigentlich erst so ein bisschen bei der Versicherung ankommt und sich jetzt alle eigentlich mit dem anpassen müssen. Ich finde, es braucht sicher Offenheit, wenn man das Trainee-Programm bei der Helvetia absolvieren will. Man kann eben nicht einfach bei der ersten Abteilung bleiben, auch wenn es einem dort mega gut gefällt, sondern man muss halt offen sein für auch 2 weitere Abteilungen. Nachher finde ich, man sollte auch Bereitschaft haben, uns zu lernen. Das heisst, man lernt sogar von ganz vielen verschiedenen Seiten so Unternehmen kennen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das. Toll. Gut. Einfach, klar. Helvetia.